Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ringe im Koop Let's Play mit Tyron. Hallo. Tyron wird diese Folge größtenteils alleine jetzt übernehmen, denn ich gehe duschen und wir wollen aber noch hier das weiter aufnehmen. Deswegen überlasse ich jetzt Tyron die Zügel. Es wird getan. Also dann bis später. Bis später. Das ist zu früh, Alter. Time to die.
Öl. Nein, ich hab geschlafen. Oh, es war aber besser teuer. Ja. Penetrant.
Oha. Digga, ich bin gedodged, hä?
Hitboxen nicht mehr, Alter. Zu früh. Ein Fehler zu viel und es ist vorbei. Digga, the damage. So, da bin ich wieder. Ich hab's jetzt einmal auf Viertel runter gehabt, fast gehabt. Und jetzt gerade eben habe ich nochmal den besten Try überhaupt gehabt, fast.
Und die geht jetzt recht häufig Shieldbreak, muss man sagen. Vergleichsweise. Mit der Waffe oder was? Ja, mit dem Backstep immer. Dodge-Stuch bekommen. Der Special ist halt perfekt, wenn sie anstürmen tut. Kannst du direkt hinter ihr gehen. Die meisten ihrer Moves ist da halt echt schon echt gut. Gib ihr Saures! Bleibt er jetzt absichtlich in ihrer Nähe, um halt genau den Angriff zu triggern, den Feuer. Oh. Das ist immer noch die Arzneimischung, ne? Mhm. Wenn ich sie trinken darf. Schade. Der Damage ist so krank. Ja, in der zweiten Phase ist geisteskrank. Ich muss eigentlich fast schon voll sein für die zweite Phase. Weil wenn ich mich währenddessen heilen muss, fickt die mich. Ich habe ja vorhin habe ich perfekt am Stück, zack, dodge durchbekommen, Alter, aber wird kritisch. Ich habe auch den Talisman für die Ausdauerregeneration wieder reingemacht. Ja. Weil der Dodge, der frisst schon Ausdauer ab und zu. Wenn man das oft machen muss. Aber mit dem Charakter hier müssen wir irgendwann die Ausdauer auch noch erhöhen. Ja, allgemein. Alles. Ein Backstep nach dem anderen, Alter. Die falsche Richtung. Tür geht es aus Versehen an da unten, ne? Nein, ich dachte, ich könnte noch die Heilung machen. Das Malik ist gestorben. Weil das ist so geil, wenn du es schaffst, durch alle Angriffe durchzukommen, ne? Ja. Wenn du so eine Strähne hast dann mit dem Dodge, Alter. Und ich vergesse immer, das vergesse ich die ganze Zeit, die schwarze Flamme nochmal zu aktivieren, ne? Ja. Mach das ist gar nicht irgendwie. Spätestens in dem mittleren Kampf, wenn es dann sowieso die zweite Phase geht, ist es schon wichtig, das immer zu aktivieren. Ja.
gedrückt, Digga. Das ist halt voll gut, ne? Wenn du ihr einen voll aufgeladenen Heavy von hinten drückst, währenddessen. Schlecht, schlecht, schlecht. Ganz schlecht, tot, 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 tot. Nein, ich hab Panik gehabt, ich hab so viel gedodged. Ich hätte sogar gedacht, ich überleben können. Ich hab gerade, ich war Ding, war gerade verwirrt, weil ich hab nicht genug Energie gehabt für die schwarze Flamme. Und habe ich kurz Ratter im Kopf gehabt, Digga, ob ich noch einen Trank reinhauen soll schnell. Das hab ich mir auch gedacht. Das war das, was in meinem Kopf gerade abgegangen ist, das Geräusch. Dieser Affe, wo er die Ding, diese Metalldinger aneinander haut, den habe ich im Kopf gehabt. Das war zu früh. Ja, zu früh. Aber das, wenn sie das Schwert in die Luft hebt, ne? Wenn sie das nochmal machen sollte, das muss man halt abusen, ne? Das muss man sofort ausnutzen. Das hast du gerade eben wieder gesehen. Das ist ein voll aufgeladener Heavy in den Rücken, Alter. Die geht direkt auf die Knie frecken, Digga. Ich war fast überlegen, ob ich irgendwie Malenias Hand noch einquetschen kann. Dass ich hier dann quasi den Tanz der Kraniche drücke, aber das kannst du vergessen, Digga. Wir sind fett am Limit, Alter. Ich denke immer, dass ich die Hits doch blocken kann, aber der Charakter dreht sich so schnell nicht. Aber sie dreht sich halt so schnell. Ja. Was du halt kurzzeitig machen kannst, wenn sie auf dem Boden ist, ne? Dass du beide Klingen nimmst und mit L1 zuschlagen musst. Machst du zumindest ein bisschen mehr Schaden. Ja, das hast du bei denen gar nicht. Wenn du auf beide Klingen gehst, hast du trotzdem nur L1, die Combo. Du kannst mit denen mehr blocken sogar. Das ist mit Radar und seinen Klingen auch so. Die, wo quasi im Doppelpack schon kommen, bei denen ist das eingebaut. Alter.
Digga, ich hab's so hart gedrückt, Digga. Manchmal das Gefühl, dass die Performance ein bisschen nachlässt, ne? Das ist irgendwie vielleicht ein bisschen struggled, aber keine Ahnung, Alter. Weil das hat sich gerade wieder komisch gefühlt. Ich hab gerade 100% gedodged, Digga. Ich bin mir eigentlich sicher, aber anscheinend nicht. Anscheinend hat man mir ins Hirn geschissen oder so, aber ich hab keine Ahnung. Ich hab erst gedacht, du stehst da mit Absicht so und wartest, um richtig cool zu sein. Hab ich ja. Weil was soll ich machen, Digga? Ich muss ja im richtigen Moment dodgen. Mich bewegen bringt ja nichts. Ist ja das Ding bei dem Angriff über Kopf. Da musst du stehen bleiben. Dann hast du es leichter. Das war zu früh. Hä? Ich bin auch auf der falschen Fläche drauf, Alter. Zu früh. What? Aus der Okay, let's go. Nein, warum macht sie doch den? Ich war so an. Hey, ich war direkt bei ihr, Digga. Das Beschiss. Die hat eigentlich Feuer machen sollen. Aber der Angriff ist wirklich das mit gefährlichste, weil der einfach. Du kannst das Ding einfach nicht dodgen, ne? Es ist so krank. Aber die Strategie ist es, Digga. Und vor allem, die Strategie macht mehr Spaß als Retour. Die ganze Zeit diese scheiß Blutspucke hin so rotzen, Digga, das fuckt voll ab, Alter. Das hier bockt wenigstens. An der Nase gekratzt. Einer der schwersten Boss im Spiel, ich kratze mich nebenbei an der Nase. Zu früh. KI wird schlauer. Bringt dir aber nichts. Dass ich doch gerade nicht bestraft wurde für meine Gier, ist auch wieder ein Wunder, ne? Digga, die Performance ist am Arsch. Ich schwör's dir, Digga. Ich hab grad. Ich konnte nichts machen, Digga. Das war ganz komisch gerade. Ich schwör's dir, Alter. Digga.
jedes Mal. Ich komme in die Phase, Alter. Vorhin habe ich es einmal gehabt. Da war ich wie du vorhin. Beim Mond im Namen zwischen N und D am Ende, der. Ein Viertel noch, aber der. Und ich habe wieder mein Boost nicht aktiviert. Schwarze Flamme. Cool. Allgemein habe ich auch das Gefühl, nach links dodgen ist besser. Ja, die KI hat wirklich dazugelernt, das ist gruselig. Okay, let's go. Komm im Mond. Einmal geschlafen, Digga, den ersten Hit kassieren, dann ist eigentlich schon vorbei. Weil du kannst halt den Rest nicht blocken, Alter. Ich hasse das. Das aber wenn man so am Anfang, krank. Wenn man am Anfang zurückdenkt, kommen wir jetzt wenigstens fast immer in die zweite Phase, ne? Ja. Ich hätte nur noch dieses gewisse Etwas. Ja. Ich dachte, ich schwör's, ich habe vorhin gedacht, das wär's, Alter. Wo ich sie noch auf Viertelrunde hatte. Und hat mich der Angriff auch wieder gebumst, ne? Viele sagen ja jetzt schon, dass die Top 5 Souls-Bosse überhaupt ist. Von den stärksten. Mhm. Wird sie jetzt schon eingerankt. Ich kann verstehen, warum. Na klar. Range, schnell. Abfuck. Cool. Und trotzdem fühlt sie sich fair an, ne? Alter. Oida. Ganz dubios, ganz dubios. Ich habe ja vorhin sogar noch einen zweiten Monster geholt, aber ich habe ihn doch nicht aufgemacht. Der steht jetzt einfach da. Ganz dubios. Macht. Die Energie wartet auf mich, aber ich nehme sie nicht. Ganz dubios. Die Ereignisse überschlagen sich. Was denkst denn du, wer du bist?
Aua. Schlecht, schlecht, schlecht. Lauf. Nein, 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 nein! Tot, 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 tot! Das ist mal einfach blocken. Ja, ich hab den Angriff, bekomme ich fast nie, darum denke ich nicht dran. Geboostet? Doch, aber ich habe mich geboostet. Ganz entspannt nochmal geheilt. Richtig. Aua. Hat sie gleich wieder weggenommen. Ich glaube, wenn du jetzt gleich die Phase wechselst, solltest du dir auf jeden Fall nochmal die schwarze Flamme reinzwiebeln. Ja, ich kann es mich daran erinnern, weil ich denke nicht dran. Ich vergesse es immer. Mach ich. Ich bin im Gomme-Mode. Schwarze Flamme. Let's go. Ich erinnere dich auch an den Blocken, falls du es wieder vergisst. Oh. Im Dodge. Mann, man kann halt nur eine Flasche nehmen und den Rest des Kampfes wirst du gefühlt gefickt, Digga. Ich wollte gerade den Alchemie. Er wollte es einmal mit Abseil nehmen. Das ist oft, wenn sie ihre Klingen durchschlagen, du, wenn sie nach hinten geht, trefft die dich auch noch. Wenn sie die Waffe nach hinten schwingt. Fast fertig, wenn der Angriff ist, trifft sie halt einfach immer noch. Das ist unglaublich. Und ich habe gerade gedacht, ja, ich mache den Dodge um sie rum in den Rücken, aber nee, es hat mich trotzdem erwischt, weil ich glaube, ich ein bisschen zu früh war. Warte, früh. Digga, auf einmal hätte das doch. Ich hoffe, da hat's nicht drauf. One's dead. Weil das Ding ist, ich glaube, das hat wie die Bluthundklinge. So Invincibility, ne? Wenn du es richtig timest. Dodge doch! Wollte nicht mehr dodgen, hat aufgegeben. Das Spiel hat für mich ausgegeben, weil ich die Arzneiform gesoffen hab. Vorbei. Game over. Once dead.
Unser Spielcharakter dachte sich auch schon zu dicker, was machst du dann? So geil, ne? Darf echt nicht nach rechts dodgen, ne? Ja. Ich merke aber auch, dass die Reflexe nachlassen. Obwohl ich vom Rhythmus her, von dem Schlafen her, eigentlich fit sein müsste noch. Ich habe eigentlich noch 5 Stunden vor mir. Nee, was habe ich? 7. Ich glaube, dass das einfach nur generell ist, wenn man so lange da dran hocken tut, dass das einfach irgendwann nachlässt, ist ja klar. Kannst halt nicht die ganze Zeit 100% Reflexe haben, von Anfang bis jetzt. Vor allem bei so einem Boss. Der das ja auch gnadenlos ausnutzen tut. Jedes Mal, dass ich doch nicht blocken kann den Angriff. Digga. Der Damage. Schwarze Flamme ist wieder weg. Das merke ich sofort. Der schwarze Flamme. Ey, beruhig dich mal, lo. Gott. Geh auf die Knie. Sie hat doch nicht das Feuer gemacht. Ich wollte gerade auf die Schnelle noch Ding machen. Hinter sie dodgen. Aber ich war auch zu langsam. Diese hässliche Frucht. Den Helm trägt sie nur, um ihre Pickel zu verstecken. Aber weißt du, was das Schöne ist? Wir machen es uns ja immer noch schwer, ne? Wir suchen ja gar nicht überhaupt den Main Character zu rufen. Mit Main Character wäre die sehr schnell tot. Ich hab's ja gemacht mit dem Mimik.
Naja. Selbe wie bei Malenia. Einfach nur, weil es überhaupt schon eine Zeit lang eine Ablenkung wäre. Hier musst du nur den Main Character mit blutige Ströme rufen und zu zweit drauf gehen. Da brauchst du vielleicht 3-4 Runs, dann hast du. Ja, wie immer bei Malenia. Ja, bei der haben wir aber 1,5 Folgen gebraucht mit Main Character. Die wäre hier auch nicht First Try, glaube ich, mit Mimik. Ich habe da auch 4-5 Mal gebraucht. Na gut, aber ich denke, du hast ja direkt mit Mimik angefangen. Also auch den Boss überhaupt mit Mimik erstmal lernen müssen. Einmal bin ich erstmal reingegangen, habe ich mir gedacht, okay, Main Character Zeit. Dann 3-4 Mal und dann hatte ich sie. Das ist halt der große Vorteil. Aber du musst halt schnell mit drauf gehen, weil sonst der Mimik sehr schnell tot ist. Mit ihren Angriffen. Genauso wie wir schnell tot sind. Der stirbt sehr schnell weg. Das war beim Löwen auch so. Der Phase muss man unglaublich safe spielen. Ja. Immer wieder weggehen und wenn es angedasht kommt, dann den Dinger machen und wieder weggehen. Direkt Nahkampf hast du sonst keine Chance, du gehst so schnell flöten. Oh, risky, Junge, oh. Das ist das Spirit, Alter. Blocken! Ich hab so angefangen zu drücken, aber ja, zu spät. Das ist bei mir der Instinkt. Ich denke immer bei solchen Fernkampfangriffen, dass ich doch easy dodgen kann. Der ich ziehe im Moment der Wahrheit nicht meine Erwägung zu blocken. Weil ich mir immer denke, das ist schon richtig, aber bei ihr ist es halt scheiße, ne? Ja, ja, vor allem, weil wir nicht mal viele Schaden bekommen beim Blocken, aber irgendwie. Ist es in meinem Gehirn so reingebrannt? Blocken gleich mit Schaden? Nein. Digga, diese Hitbox manchmal. Ey, beruhigen Sie sich jetzt mal. Die Range und Geschwindigkeit halt, ne? Ah, stimmt, Stabler war ja fast vorbei. Ja, ja. Hat sich erledigt. Ja, aber ich glaube, wenn man wieder ein bisschen frischer und fitter ist am nächsten Tag. Das. Ich glaube, ich würde es auch noch einmal probieren und wenn es auch wieder nicht klappt, tut nochmal morgen weiter. Ja. Da würde ich jetzt noch eine Folge tryen. Wobei ich auch denke, dass ich da reinscheißen werde. Aber zumindest mal ein Gefühl kriegen mit der Klinge. Das Ding, du musst halt schauen. Ich bin mir 99% sicher, dass es halt wie ein richtiger Dodger funktioniert. Also wenn du genau beim Hit den Move machst, dann wirst du nicht gehittet. Ja, das war auf jeden Fall eine weitere Folge. Elden Ring, wir sehen uns in der nächsten wieder. Haut rein. Tschö, tschö. Tschö.